Servus, Grüße und Hallo, die Chaos wieder dazu. Alice Madness Returns und ja, wir sind hier immer noch im Wunderland. Ich meine, hey, wir sind hier das ganze Spiel über im Wunderland. Ich meine nicht, dass es irgendwo anders sein sollte. Erinnerung? Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ich weiß nicht, ob ich das zerstören soll. Hat es auf jeden Fall. Wirklich so ein liebes kleines Süppelchen. Nein, nicht Süppelchen, aber sowas liebes kleines wie ein Lamm umbringen. Also ich weiß nicht, ob man das Mädchen überhaupt sagt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hops. So. Oh, ihr. Komm. Keine Gnade. Sammle die Schnauzen auf. Habe ich das gerade richtig gehört? Ah, in der Tat habe ich. Gesundheit. Ah, ich verstehe schon. Schnauzen sammeln. Da hinten ist was hinterm Wasserfall. Das sehe ich ja sogar schon jetzt in der Cutscene. Schnauzen sammeln, um irgendwie Items zu bekommen. Verstehe. Pick. Komme ich hier rüber? Nee. Okay, dann gehen wir halt darüber. Auch kein Ding. Und hopp, hopp. Was zum Teufel ist das? Auf jeden Fall nicht zerstörbar. Oh nee, sag nicht, ich krieg jetzt... Ach nee. Und... Hopp. Boah, Skill. Zähnchen. Runtergefallen. Ah. Weniger schön. Ja, was will man machen? Wie komme ich hier wieder hoch? Oh ne, muss ich jetzt den ganzen Weg da etwa wieder... Och, Manno. Ist hier unten irgendwas, was mich interessieren könnte? Ja, Invisible Plot Wall. Halt ab. Weiter im Text. Boah, das war knapp. Ja, das ist so eine schöne Sache. Ich bin eigentlich jemand, der, wie ihr unschwer erkennen könnt, viel lieber irgendwelche Projekte hat, bei denen er was erzählen kann. Ark! Bei denen er was erzählen kann und nicht wirklich nur stupide irgendwie sich darauf konzentrieren muss, dass er in dem Spiel nicht total am Rumfailen ist, aber... da ich momentan in diesem Spiel wirklich... Ihr wisst es ja sicherlich, da ich dieses Spiel wirklich das erste Mal spiele, mich gerade noch mit der Steuerung sozusagen zurechtfinde, dachte ich, muss ich ehrlich gesagt gestehen, hey, ja, okay. Was mich allerdings noch mehr wundert ist, wie habe ich es geschafft auf dem ersten Sprung... Nein! Ach! Wie fail. Wie fail. Ja, es, Alice Madness Returns ist als Plattformer ausgewiesen, beziehungsweise als Action-Plattformer, wie man schon erkennen kann. Verdammt actionreich bis jetzt. Ja, wie gesagt, bis jetzt. Aber, naja. Sehr schön, wenn man gleitet, sieht man auch in Form von Butterflies. Beziehungsweise in Form von Schmetterlingen, wie oft man noch während des Gleitens springen kann. Was ich sehr schön finde. Okay, fahren wir erstmal rüber. Die Haare wedeln mit. Der Rock wedelt mit. Sehr schön, was ich auch immer finde, ist, dass man zwischendurch immer so ein bisschen... Was ist da hinten? Ah, ich sehe es schon. Mhm. Gleitender Verfall.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich diese Dinger nicht zwangsläufig gerne bekämpfen möchte. Naja, was will man machen? Da ist ein Schlüsselloch drüben. Gucken. Die Dinger schon wieder. Ah, ich sehe es schon. Drüben ist irgendwo ein Schlüsselloch. Hüpp. Oben ist das Schlüsselloch, wenn ich gerade sehe. Oder... Ich gehe erstmal da lang. Was ist da? Der Tod geht in diese Richtung. Hört sich doch gut an! Mehr oder weniger. Ich gehe dann doch lieber die andere Richtung. Was haben wir hier? Mushroom Kingdom. Wie aus Super Mario World, nur ohne Mario. Ich glaube, ich hätte doch eher zum... dahin gehen müssen. Sollen. Das gefällt mir jetzt nicht, aber okay. Da oben sind noch mehr Gegner, wie ich unschwer erkennen kann. Komm. Zahn. Gegner? Nö. Kein Gegner. Okay. Meh. Das... Was ist... Das ist ja sehr komisch. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich würde jetzt am liebsten sagen, zu Bosszeit, aber... Tränental Spiegelbahn. Dich will ich da oben erstmal wegmachen, weil das nervt mich. Habe dich. Ich bin ja eigentlich mehr so der Freund von einem freien Kampf. Au. Das tat mir weh. Hohler Jan. Lies diese Zeile, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diesen weißen Beißer, um deine Begegnung mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Hä? Meine Freunde können den, können die Hauerchen gut gebrauchen und erweitern seine Waffenmöglichkeiten. Interessant. Zähne. Ach, dafür brauchen wir die Zähne, um Sachen zu entsprechend, zu upgraden. 238, ja, dann nehmen wir doch mal gleich mal die Warper-Klinge. Warper-Klinge Nummer 2. Du hast ihn... Oh, warum auch nicht? Warper-Klinge Level 2 und ein Zug, der abstürzt, verdammt. Ach Gott, ne. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Da noch ran? Nee. Schade. Flasche! Ich glaube, ich habe irgendwas ausgelassen. Also, so wie das aussieht, habe ich wirklich was ausgelassen. So, wo sind wir denn hier oben? Können wir das irgendwie begutachten? Tränental Spiegelbahn. Danke für die kleine Einstellung. Ich habe das mittlerweile schon lesen können. Ja, ja. Wie gesagt, dieses Alice ist halt eine, wie nennt man so schön, das ist eine Interpretation von Alice im Wunderland. Ich meine, hey, wer von uns, ist, okay, da vorne ist der Hutmacher, oder? Ist er das?
Ich meine, wer von uns kann schon sagen, dass er nicht mit Alice aufgewachsen ist? Also ich persönlich habe wirklich Hutmacher. Alice, Monster tot. Ich muss sagen, ich habe wirklich damals als Kind sehr viel Disney geguckt und da hat Alice im Wunderland auch mal dazu gezählt. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich mag dieses Kind nicht. Genauso wenig, wie ich diesen Schleim nicht mag. Dann machen wir das so. Ja, dachte ich es mir. Dachte es mir schon fast, dass da ein Schleim dran war. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Was mir nicht wirklich gefällt. Da ich zurück möchte und dieses Schlüsselloch oder was ich da, was das war, haben möchte. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie der Sinn der Sache ist. Uff. Heck. Was haben wir denn da? Gegner wieder mal. Oder? Was war das? Ja, Gegner. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus hier unten. So viel Tee-Pötter. Ich meine, letzten Endes heißt es ja auch, dass wir zum Hutmacher gehen. Also von daher. Ups. Ja. Ah, oh, Mini-Hutmacher. Geschirr er. Wow, ihr seid ja fix. Au. Und macht auch einen ziemlich guten Schaden, wie ich finde. Oh, sehr schön, dass die Gegner alle unterschiedlich aussehen, weil der hat zum Beispiel einen größeren Kopf als der hier. FSK 16, Leute, erwartet nicht so wenig. Ein Geschirrer mit Schild. Du kannst feindlichen Attacken ausweichen. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Na? Sehr schön. Was haben wir hier? Na, ich denke mal, wir müssen dann hier hoch wahrscheinlich. Bumm! Ah, eine weitere, die Warper Blade, dass sie stärker ist, das merke ich zwar noch nicht, aber beziehungsweise ich nehme es an, dass sie stärker geworden ist und ich bin sehr froh, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie eine ganze Menge eine ganze Menge ausgehalten hätten, wenn ich die Warper Blade nicht die Warper Blade, sage ich jetzt schon, die Warpal. Au. Wie hat der mich getroffen? Echt, wie hat der mich getroffen? Hick. Schon wieder der Cutscene, ist ja auch wieder mal prickelnd. Obwohl ich jetzt wirklich Lust habe auf Tee. Ja, so ein schöner Earl Grey mit Zitrone, mit einem Spritzelchen Zitrone. Wäre doch auf jeden Fall interessant. Was ist das hier? Aha, ein Geschirrler in einem Roboter. Oder so. Aha. Hick. Okay, da geht's zum Mad Hatter. Ich glaube, da muss ich da hier wohl hoch, obwohl ich es nicht möchte, weil wenn mich diese kleinen Dinger schon so doll angreifen, dann möchte ich nicht wissen, wie was der Große macht. Verirrt und kein Schimmer wohin, versuche es mit Schrumpfen. Wenn du Pfeilchen siehst, ist man gerade geschrumpft, wird der Schrumpfsinn, verborgene Pfade und sowas enthüllen. Dann gucken wir mal den Schrumpfsinn. Ah. Da vorne geht's weiter. Da will ich mal runter. Vielleicht ist hier irgendwas. Ein Schlüsselloch. Auf jeden Fall. Schlüsselloch ist immer gut. Flasche. Schön. Goldene sogar. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Was zum? I! Lästig. Gehen wir hier mal rüber.
Ding. Ding. Klung. Oh, noch eine Flasche. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Erinnerung. Fiese Erinnerung. Was haben wir hier? Picknickkorb. Alice Mad Hatter. Nicht gut. Was ist das? Das sieht ja wirklich böse aus. Na egal, da vorne ist die Schweineschnauze, haben wir ja schon gesehen. Na, was machst du mir auf? Arsch! Schön! Da oben ist nämlich ein Picknickkorb, wie wir ihn gerade gesehen haben. Und zack, hoch mit uns. Jo, ein paar Zähnchen. Ich traue dem Frieden nicht. Tut mir leid, Leute. Ich traue dem Frieden nicht. Es wäre zu einfach. Aber ich habe mich wohl geirrt. Dann würde ich dem Frieden trauen, dann wäre ich nicht paranoid. Aber da wir hier in einem Spiel mit einer Verrückten sind, passt es doch eigentlich ganz gut, wenn ein Paranoider hier rumlungern würde. Okay. Da kommt eine Seilbahn. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Nicht. Aber okay. Eine Teetasse. Ich glaube wirklich, dass wir hier bald... Ja, Hatter Industries. Ja, Hutmacher Industries. Ich glaube wirklich, dass wir hier bald irgendwie den verrückten Hutmacher sehen. Und das... Ich weiß nicht, aber in diesem Wunderland, da habe ich doch echt... Naja, Hutmachers Domäne. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Ein Dodo? Hutmacher Alice, er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um falls, es geht um wann. Und nun halte ein und den Mund, wie man so sagt. Typisch. Ups. Vor allen Dingen, Alice interessiert es im Endeffekt ja gar nicht, dass sie irgendwie angegriffen wird von, verdammten Schraubnellen. Neues Kostüm. Cool. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Neues Kostüm. Manche Lüftungen können auch von Tila aktiviert werden. Okay, bei der Luft kann man alles drehen. Drücke Leertaste, blablabla. Vorsprung. Ich habe ein neues Kostüm an. Das ist ja geil. Das sieht ja echt cool aus. Ich bin begeistert. Erinnerung. Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Bis zum nächsten Mal bei Alice Madness Returns.